Rennlauf Nummer 1. Und ich denke, das ist auch eine Zeit, die ja schon noch so gut ist. Ja, weitere Zeiten. Ja, die wir gerade auf der Strecke sind, die wir nicht kennen. Was sind das für Autos? Das sind elektronische. Und zwar einfach ein Traum, ein Hintergrund. Das hat sich irgendwo in meinem Hinterkopf von meiner Festplatte ganz fest eingebrannt. Im Prinzip ein V-Motor mit einem Winkel von 180 Grad, das ist der Winkel genau gegenüber. Ja, relativ neuen Rennserie auf der Rundstrecke und es ist schon ein richtig toller Sound, den wir hier zu hören bekommen. Und das Kilt im Opel-Kalibre kommt da nicht heran, im Moment 1.15.06 für die Startnummer 20. Das macht eben die Tobias Schulz hier in der Richtung Maschine. Aufgaben, die du dann abseits des Motorsports bei der Unterstützung hast. Alles klar, alles wunderbar. 15 Jahre, kein bisschen. Das ist bereits im Ziel, der dem Klaus Bernhard 10721, der wiederum 8 muss dann angestellt werden. Es ist passiert! Klaus Bernhard hat zugeschlagen und wie? Ein Kinderklasse, Manfred Lebe, der kann sich den Sieg noch selber verpacken. Die Geschichte vorher am ersten Lauf auch eine 1.18er Zeit, das musst du erstmal nachmachen. Kostenkönig ist im Ziel mit dem BMW 320 GS, 1 Minute 12.0. Den aktuellen Zwischenstand von der 1600er Klasse in der Gruppe H. Ganz genau, manche Wege, wie gesagt, waren 2.94, da ist der Sieg auf jeden Fall. André Liebe macht das hervorragend mit 1.08.28. Rübker, Ingenieur im Team von Rübker. Rot ganz genau, der Verkaufsleiter, der schon einmal deutscher Automobilbergmeister gewesen ist, auch in einer Führung. 97, das heißt also, ist ja auch ein großer Kämpfer. Sie Heller hat einen netten Nachlass. Der 13. Sekunden zusammen, Peter Rellinghoff. An die Konkurrenz. Gesamtpaket, da stimmt einfach alles. Da stimmt's beim Holger natürlich, da stimmt von der Mutter. Eine unglaubliche Geschichte. Der dominiert, also wenn es so dominieren passt, dann passt es. Noch mehr Energie. Und nicht. Also ich hätte eigentlich erwartet, es gibt einen neuen Tour- und Rangstreckenrekord, von dem bin ich ausgegangen und ich wollte auch nur Dampf. Aber man sieht auch, siehe Mose und Bernhard. Eine ganze Menge und ich glaube, zu wenden. Wo wir lang ist, hat der ganze 49. Ja, Uwe Lang ist langsamer geworden. 56, 05 jetzt. Insgesamt 1,51, 88, aber da wird schon das nächste Mal vor X ist. Und Marcel Schreiner. Da hat der Uwe Lang hier die 55, 83 gewonnen. Motocross, aber das habe ich aufgegeben, da war ich zu langsam, da war ich nicht konkurrenzfähig oder man kann nicht beides gleichzeitig betreiben, denke ich, gerade Sport. Ja.
Gesamt 3:45 kosten wie wir Gesamt 3:28:00.
Und was sind denn auch mal gewinnen? Natürlich kann nur einer gewinnen. Und momentan steht